Hey Leute, kurzes Info-Update-Video, was jetzt Sache ist, was abgeht, wie es weitergeht. Und bevor ich das tue, möchte ich wirklich erstmal mich sehr krass, sehr herzlich bedanken bei allen Leuten, die da Anteilnahme genommen haben. Ihr habt ja, die meisten von euch, die das jetzt hören, haben ja auch mitbekommen, was los ist. Und ich bin absolut überrascht, hätte ich niemals damit gerechnet, dass sich so viele Leute melden, dass sich so viele Leute, wie gesagt, dass sich so viele Leute melden und da Anteilnahme nehmen. Deswegen möchte ich mich wirklich bei jedem Einzelnen bedanken. Es hat sehr gut getan, teilweise das zu lesen, was ihr so geschrieben habt. Und man hat auch sehr, sehr viele neue Leute gelesen. Und die echt teils sehr schöne Sachen geschrieben haben. Also deswegen großes, großes Dankeschön. Ich hätte, wie gesagt, niemals damit gerechnet, dass auch nur ansatzweise so viele Leute sind. Und ich bin überwältigt und das passiert nicht oft. Auch auf der anderen Seite haben viele Leute ihre schlechten Erlebnisse, ihre Verluste mit uns allen quasi geteilt. Denen möchte ich auch wirklich mein herzlichstes Beileid aussprechen und ich wünsche euch echt alles Gute. Jedem Einzelnen da draußen ist es, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich versuche, das jetzt hier aufzunehmen. Und ich ganz ehrlich, ich weiß nämlich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also wirklich alles Gute euch allen, auch eurer Familie. Und dass die Leute, die das erlitten haben, jetzt vor kurzem oder auch vor ein paar Jahren, dass sie gut damit umgehen können. Wie gesagt, Verluste und so weiter, das kenne ich auch schon, leider. Und alle anderen, die das zum Glück noch nicht kennen, denen wünsche ich natürlich, dass es noch lange dauert, weil leider ist es unumgänglich, das Thema Tod und so weiter. Ja, was soll ich dazu so noch großartig sagen? Ja. Ja, wie geht's meiner Oma? Einige von euch haben vielleicht das mitbekommen, dass ich auf Twitter und Instagram gepostet habe, dass ich auf dem Heimweg bin. Musste natürlich logischerweise dann nochmal in Stau geraten, passenderweise. Und einige haben dann gefragt, wie es meiner Oma geht. Einige dachten auch, weil ich jetzt nach Hause fahre, geht's ihr besser. Das ist leider nicht der Fall. Ich war jetzt so lange bei ihr. Hab versucht, mich so gut um sie zu kümmern, wie es halt ging, auch um meinen Opa natürlich. Und erst sah es ganz gut aus, dass es ihr besser gehen wird, dass sie rauskommen wird. Sie wollte selber dann raus und kam dann auch Montag raus. War sich dann aber sofort nicht mehr sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Und ja, das hat sich dann noch am Dienstagmorgen gezeigt. Die kam dann sehr früh morgens bei mir rein und war völlig am Ende und hat nur gesagt, ich muss wieder rein, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Und also ist sie wieder reingegangen ins Krankenhaus. Und dort wurde jetzt entschieden, dass sie auf Kur gehen sollen, dass sie sich erstmal auf sich konzentrieren soll, um sich kümmern soll, dass sie wieder zu Kräften kommt. Ja. Denn einige haben auch gefragt, was ist mit ihr? Ist einfach kraftmäßig am Ende. Meine Oma wird 89, mein Opa ist 91. Das ist ein sehr krass hohes Alter. Und nach dem, was die alles durchgemacht haben, ist es eh bewundernswert, dass meine Oma so lange durchgehalten hat. Sie pflegt zudem auch mein Opa seit 10 Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange das her ist, wo er seinen Schlaganfall hatte. Kann vielleicht sogar noch früher sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wie gesagt, er ist schwerstbehindert. Er kann quasi nichts mehr alleine. Das heißt, sie kümmert sich um sich selbst. Pflegt dann noch meinen Opa. Die hatten zwar Hilfe, aber trotzdem ist es natürlich immer eine Belastung. Und die ist einfach kräftemäßig am Ende. Das wurde mir auch mehrfach von den Pflegern gesagt, mehrfach vom Arzt gesagt. Und ich sehe es ja selber, also so wie es vorher war, wird es nicht nochmal. Deswegen, also es muss jetzt geguckt werden,
dass sie selber zu Kräften kommt und ja, dann wird man sehen. Also, sie meinte, es gibt ja keinen anderen Weg, auch wenn sie das nicht möchte. Die müssen dann beide ins Heim gemeinsam. Ja, was auch nichts Schönes ist, absolut nichts Schönes, weil du da irgendwie so deine Eigenständigkeit abgibst quasi. Aber es gibt keinen Weg, wie es gibt keine andere Lösung. Also sie hat das für sich jetzt entschieden. Und mein Opa bleibt ihm eh nichts anderes übrig. Die wollen natürlich zusammenbleiben. Ist ja klar. Und ja, ist nichts Schönes. Also, ich weiß selber nicht. Ja. Also, im Prinzip, ihr geht's noch nicht wirklich besser. Also, ich hoffe, es wird irgendwie besser, dass sie selber wieder zu Kräften kommt und dass dann was Gutes gefunden wird für die beiden und wo sie dann selber nochmal, ja, sich auch auf sich konzentrieren kann. Deswegen, mal gucken. Ich weiß nicht. Ja, ich bin natürlich jederzeit abrufbereit. Wenn irgendwas ist, werde ich natürlich sofort hinfahren, wenn sie mich braucht. Mal sehen, wie lange die Kur geht. Währenddessen werde ich sie sicherlich mal besuchen. Aber ja, wie gesagt, sie hat mich jetzt nach Hause geschickt, dann auch, als es klar war, weil ja, ich auch mal irgendwann weiterarbeiten muss, auch selber private Dinge klären muss, wie zum Beispiel ein Umzug, der steht auch bald für mich an. Ich muss in 5, 6 Wochen umziehen. Ich habe nicht mal eine Wohnung. Ja, keine Ahnung. Alles passend, ja. Ja. Ansonsten, also nicht. Das ist halt das, was aktuell Phase ist. Und wie es jetzt für den Kanal weitergeht, ja, so langsam wird es natürlich wieder Videos geben. Haben mir die letzten Tage mal ein bisschen Auszeit genommen. Denn, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich im ersten Video gesagt habe. Ich habe mir das nicht nochmal angehört. Ich habe nur die Kommentare gelesen, dass viele von euch überrascht waren, auch mich mal so zu hören. Zu traurig und nachdenklich und so weiter. Ist auch verständlich. Ja, sonst gibt es ja auch nicht so den Anlass, in normalen Videos so zu sein. So extrem vor allen Dingen auch. Ab und zu kommt mal was Ernstes von mir, wenn es auch ums Ernste in einem ernsten Spiel ist. Wie bei Last of Us oder sowas. Aber überwiegend kennt ihr natürlich meine spaßige Clowns-Art, sage ich mal, die auch absolut zu 100% zu mir gehört, die ich auch absolut liebe an mir selber. Denn ja, die hat mir schon aus so mancher Situation geholfen. Ich liebe mal einfach meinen eigenen Humor, ich liebe den einfach. Der, wie gesagt, also, ja, der hat mir echt oft geholfen. Denn, ja, wenn es mir selber schlecht geht, wenn es um mich selber geht, dann habe ich auch immer einen ganz guten Galgenhumor, sag ich mal. Allerdings ist es nicht der Fall, wenn es um andere Personen geht, wie zum Beispiel jetzt um meine Oma oder so. Also es gehört beides natürlich zu mir. Vielleicht, oder wie ich dann auch herausgelesen habe, vielleicht haben jetzt manche auch mal gecheckt, dass da ein Mensch hinter der Stimme ist. Ein echter Mensch mit Gefühlen und nicht eine Videoproduziermaschine, wie manche das gesehen haben, auch immer noch gesehen haben. Und dass es mal vielleicht manchen das die Augen öffnet. Dass, ja, nur weil man seine Fresse nicht sieht, dass da trotzdem Mensch hintersteckt. Ich muss oder hab nicht immer sofort alles gesagt, wenn irgendwas Schlechtes bei mir gelaufen ist. Die letzten Jahre, 5,5 Jahre. Der Mensch das machen würde, dann wäre öfter so ein Video gekommen. Aber in solchen Situationen, in so einer Situation, wo man länger Pause ist, wollte ich kurzes Video machen. Es war auch keine Rechtfertigung, wie manche geschrieben haben, du musst dich nicht rechtfertigen. Nee, ich weiß, dass ich mich nicht rechtfertigen muss. Es war auch keine Rechtfertigung. Es war einfach nur eine Information für euch, dass ihr Bescheid wisst einfach. Denn oftmals ist es ja so auf YouTube aus dem Auge, aus dem Sinn.
Und gerade bei uns Let's Playern ist es ganz schnell so. Und dann noch zusätzlich gerade bei mir, habe ich zumindest das Gefühl oftmals. Deswegen wollte ich euch einfach nur informieren. Ja, und das war das einfach. Ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt noch. Wie gesagt, ich kann mich nur nochmal bei allen bedanken. Ich hätte niemals damit gerechnet. Wie gesagt, ich habe auch sehr, sehr viele neue Namen gelesen, die dann auch von Community reden und so weiter. Mal sehen, wie das dann so ist, wenn es jetzt so weitergeht. Mal gucken. Allerdings jetzt so in der schwersten Phase, seitdem ich Let's Plays mache, so stark, dass ihr da so stark am Start seid, hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht. Deswegen nochmal an dieser Stelle Dankeschön. Und ja, also wie gesagt, so langsam wird es weitergehen, denke ich. Man muss halt auch Bock haben. Wie gesagt, die letzten Tage habe ich mir erstmal ein bisschen Auszeit genommen. Auch mal allgemein, davor habe ich auch so viel gemacht. Ich wollte gar nicht so viel machen jeden Tag eigentlich. Aber irgendwie kommt man dann in seinen Trott rein und dann auch nicht mehr so leicht wieder raus. Das ist irgendwie auch was Ekelhaftes. Da muss ich auch mal gucken. Ja. Haben wir dann auch die E3 immer im Nachhinein komplett reingezogen. Bin extrem überwiegend, ja, was ist extrem, aber überwiegend unterwältigt. Aber mal gucken, vielleicht mache ich auch doch mal dazu ein, zwei Videos. Aber man muss halt auch Bock haben. Wisst ihr? Man muss halt auch einfach Bock haben. Gerade nach so einer Situation, oder die ja immer noch nicht vorbei ist, man muss einfach Bock haben. Ist ja auch blödsinnig, wenn ich schlechte Laune habe und dann, keine Ahnung, da irgendwelche Videos mich dazu zwinge oder so. Und das ist unnötig. Deswegen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, aber es wird weitergehen. Das ist ja klar. Ja, Leute, das war's dann. Ich danke fürs Zuhören. Nochmal danke an alle, wie gesagt, die mir da geschrieben haben. Auch alles Gute an euch alle. Und ja, wir hören uns. Ja, wir hören uns. Haut rein. Tschüss.